zur Mauerausstellung, die in dem Bereich liegt, fahren dann hier über den Nordbahnhof zum ehemaligen Grenzübergang Chausseestraße, zum Kieler Eck, Invalidenfriedhof. Nicht jeden Sonntag, aber fast jeden Sonntag, da kommt gegen 15 Uhr ein Ire. Der baut dann in diesem kleinen Amphitheater seine Karaoke-Anlage auf. Und ja, da kannst du dann, wenn du möchtest, dich auf diesen Steinkreis raufstellen. Das ist der einzige freie Platz noch im Mauerpark. Und da darfst du dich dann hinstellen, darfst dann vor den Leuten singen. Aufpassen im Kopf. Pausenlose Überwachung. Im Ganzen sind 17.000 Mann abgehauen von der Armee der DDR. Das sollte man nicht loben, aber das war so viele. Die hatten alle die Schnauze voll. Und die hatten alle nur einen Sinn im Kopf. Wir dürfen nicht auf unsere Landsleute schießen. Ja, also ich war begeistert, vor allen Dingen in Berlin hat man jetzt mit ganz anderen Augen gesehen, als wenn man jetzt mit der U-Bahn fährt oder mit Fahrrad. Das hat sich gelohnt, war wirklich richtig spitze und ich kann es wirklich weiterempfehlen. Vielen Dank. Viel gesehen, hat man nie sonst irgendwie was von alleine sehen können. Entdeckt, nichts, garantiert nicht.